Ronja Holze in ihrem Element. Für WCMX begeistert sich die Berlinerin schon seit 3 Jahren. Sie trainiert alle 2 Wochen und gehört zu Deutschlands besten Rolli-Skatern. Skaten zu gehen, frei zu sein, weil dadurch, dass ich hier Rampen fahre, kann ich einfach alles machen, was ich will. Und außerhalb habe ich dann gar keine Probleme mehr im Alltag. Alltag bedeutet für Ronja, Hindernisse zu überwinden. Jede noch so kleine Schwelle kann für eine Rollstuhlfahrerin zum Problem werden. Ein Rollstuhlfahrer kann seine Beine nicht einfach nehmen und setz dich jetzt über die Kante, sondern muss größtenteils ankippen, anfahren. Und da hilft mir das hier auch sehr, weil du im Alltag viel besser alltäglich rumkommst, in U-Bahn steigen, in S-Bahn steigen, in die Busse einsteigen. Seit 4 Jahren ist Ronja wegen eines Behandlungsfehlers motorisch eingeschränkt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Ich spüre alles, ich bin jetzt nicht gelähmt. Aber ich kann es nicht benutzen. Sozusagen, wenn ich jetzt aufstehen würde, würde ich einfach so wie Wackelpudding daneben fallen. Die 18-Jährige lebt wie ein typischer Teenager. Ihr Smartphone benutzt sie ständig. Für Skate-Videos, für U-Bahn-Fahrzeiten oder einfach zum Musik hören. Wenn ich nicht hier in der Skater-Szene bin, habe ich 5 bis 6 Mal in der Woche Rollstuhl-Basketball-Training, weil ich Leistungssportler in dem Bereich bin. Aber ich mache auch zurzeit, bin ich im Praktikum. Wenn ich nicht im Praktikum gerade, mein Pflichtpraktikum bin, studiere ich allgemeine Psychologie. Als Rolliskaterin hat Ronja einen sehr großen Ehrgeiz entwickelt. Die Berlinerin hat sich in der noch überschaubaren Skate-Szene sogar schon einen Spitznamen erarbeitet. Mich nennt man teilweise wie die König, aber man nennt mich auch einfach die Skaterin aus Berlin. Weil ich bin die einzige Profi-Skaterin in die Richtung, die hier wirklich wöchentlich trainiert und anderen immer wieder Tipps gibt. Der Verein Drop-In bietet 2-mal im Monat sogenannte Sessions in der Skatehalle Berlin an. Linda Ritterhoff betreut die skatenden Teenager und kennt Ronja seit ihren ersten Skateversuchen. Ronja war von Anfang an ziemlich draufgängerisch und hat jetzt einfach, glaube ich, nochmal so ihre Skate-Linie gefunden. Ronjas Fähigkeiten sind mittlerweile so ausgebildet, dass sie sogar Stürze in Kauf nimmt. Was soll denn noch Schlimmeres passieren? Ich sitze doch schon im Rollstuhl. No risk, no fun. Dieses Skate-Motto hat sich die Wheelie-Königin aus Berlin längst zu eigen gemacht und zeigt damit, dass Skaten eher eine Lebenseinstellung ist. Boah.